sieht es mit den Bedürfnissen aus, oder was nachgefragt wird? Da haben wir hier und da doch wirklich noch Lücken. Gerade ja in frischen Nahrungsmitteln. Snacks, Breakfast, Cereal, Candy Soda, Bottled Water, Bowling. Naja, Bowlingbahn haben wir noch nicht. Da war was. Bowlingbahn. Brauchen wir denn für eine Bowlingbahn? Access, klar. Order Counter ist auch klar. Okay, und dann nur. Kann eigentlich ziemlich schnell losgehen. Ich würde die eigentlich ganz gerne hier noch dran bauen. Müsste ich jetzt gerade mal wissen, so eine Bowlingbahn, wie lang ist die denn? Geht ja locker. Komm, die drehen, ne. Ja. Würde ich sogar. Gute Frage, Foundation. Das waren jetzt 20 in der Breite. Eins. Was jetzt hier? Ja, vielleicht doch locker. Käme hier noch eine Mauer rein. Warte mal. Wenn ich hier noch eine Mauer reinsetze. Nochmal. Band. Ja, locker. Das reicht ja. Objekte nochmal schon. Also Tür. Das only. Tür. Only, but only. Tür. Wobei das denn nicht ganz mit dem Order Counter passt, oder wie war das? Das ist ganz schön lang. Müssen wir mal gerade warten. Könnte ich halt später noch einen hinsetzen, falls ich brauche. Ja, schon. So, was wäre das jetzt? Das wäre. Oh, kann ich auch gerade noch. Bild. Hier. Eine Bahn hinsetzen. Das ist eine Bowlingbahn. Bowling, 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 Bowling. Rund um die Uhr geöffnet. Braucht nur Kassierer. Noch ein Kassierer. Und das wäre es. Ja, perfekt. Schon wieder eine Belohnung für über 200 Customers on site. Bustransporte sind jetzt erlaubt oder können wir jetzt einbauen.
Das heißt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das genau mit Bussen geht. Können wir die... die ging über Bild wahrscheinlich. Roadwork. Busstop ist das einfach nur. Okay. Dann würde ich... Würde ich dann so einen Busstop hinsetzen? Hier auf jeden Fall. Nicht am Anfang. Ja, das sieht weniger dort aus, ne? Mittendrin so. Hier auf jeden Fall. So. Schlangen wieder vorher. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Bei so kleinen Läden kann ich halt auch nicht mehr machen. Ja. Fühlt sich hier oben auch langsam wieder. Restaurant sieht ganz gut aus. Bowlingbahn wird benutzt. Das freut mich. Ich dachte nur, das wird auf der anderen Seite benutzt. Okay. Das irritiert ein wenig. Jetzt aus Ticket Lobby. Macht gut kurz. Fast Food macht noch minus. Bowling. Bowlingbahn müsste mir doch auf. Okay, das ist klar jetzt. Das gar nicht drehen. Das ist ja doof. Na gut. Wird umsonst abgerissen, leider. Naja. Auf jeden Fall schrumpft gerade unser Kapital. Wir hatten vorhin mal 300.000. Keine Ahnung. Eben noch weit über 200.000, jetzt schon 140.000. Was ist das so viel mit der Bowlingbahn und Kino? Wahrscheinlich. So, hatten wir nicht sowas bei dem Restaurant noch bezüglich dem Koch gemacht? Wir hatten so eine Zwischenzeit eingestellt. Okay, verstehe. So, Busstop wird benutzt, das freut mich. So, auf jeden Fall läuft das Ding ganz gut. Ich baue das jetzt hier gerade nochmal rund. Oh, müssen wir mal gerade schauen, wie das am besten gleich passt. Ich denke, dass das passt. Ja, das passt auf jeden Fall. Ja, dann haben wir zwei riesen Areale schon mal. Hier kann man halt später noch theoretisch... Ja. Hier kann man auf jeden Fall noch einen Kinosaal reinbringen. Das habe ich im Moment noch nicht gefüllt. So viel wird jetzt nämlich noch nicht benutzt. Dann kann man hier nur eins später dran bauen. Toilettenmöglichkeit besteht, dass man es noch erweitert, aber... Ja, ich noch nicht mal die Hälfte voll. Restaurant, gut, das könnte ich hier im Moment jetzt nicht erweitern. Ich bräuchte halt eigentlich nur mehr Kasten, ne? Da ist es sinnvoller, wirtschaftlicher, wenn ich... den Tisch und den Tisch... entferne und dafür noch einen Order Counter hinsetze, wenn die das irgendwann mal abreißen. Ja, die sind mit dem Bauen wird beschäftigt. So, irgendeine Straße ist anscheinend freigeschaltet worden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ah, ich kann jetzt eine frei kaufen. Für 20.000. Das mache ich jetzt auch gleich. Ja, die ist hier am nächsten. Mehr geht wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was erforsche ich denn gerade?
Allows connection to an additional road entrance. So dasselbe. Okay. Das ich nicht verstehen. Gut. Das haben wir entfernt. Das heißt, Manage Fastfood Restaurant. So, Kassierer, Kassierer. Das sind die ganz normalen. Dann hatte ich aber noch einen Kassierer. Genau. Dann brauche ich jetzt noch einen Kassierer. Ebenfalls für den Zeit. Ja, das passt dann ganz gut. So. Dann will ich hier noch die Straße ziemlich groß erweitern. Ich will unbedingt diese Verbindung hier haben. Aber das wird ein wenig dauern. Ich könnte dafür allerdings noch ein paar Bauarbeiter anstellen. Haben wir mal 4 Grad auf Leihbasis. Die werde ich später nochmal entlassen. Nur das mit der Straße, das dauert uns sehr lang. Gestern hatten wir sogar 23.000 plus. Mal sehen, ob ich das aufrecht erhalten kann. Bowlingbahn minus 119%. Really? Was für plus 10 jetzt? Kino plus 59. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Bowling. Ja gut, ich habe die beiden abgerissen vorhin, ne? Wie kostet denn so eine Bowlingbahn? 8.010 pro Tag. Gut. Naja. Oh, die bauen jetzt zu 5 gleichzeitig. Das ist nicht schlecht. Wie sieht es mit den Parkplätzen aus? Wir haben insgesamt 204 für unsere Kunden. Die sind über die Hälfte gefüllt gerade. Nachmittag. Gute Einkaufsmöglichkeiten bzw. gute Einkaufszeiten. So, hier insgesamt schon ziemlich voll rundherum. Werde ich gleich hier noch die Parkplätze erweitern, hier rundherum. Und dann passt das erstmal. Gucken, ob wir noch mehr Kunden bekommen, wenn wir hier unten die Straße fertig haben. So, ich frage mich nur gerade, wie geht's weiter? Das hier, wie gesagt, könnten wir noch mit, ich denke mal, mit bis zu 4 Bowlingbahnen erweitern. Läuft ja anscheinend ganz gut. Das Kino, nee, die Bowlingbahn lief nicht so gut. So was. Das Kino können wir halt auf jeden Fall noch um einen Saal erweitern hier. Also der Saal steht ja quasi schon. Nur die Sitze und der Projektor noch nicht. Ansonsten, maybe, ich weiß gerade nicht. 9. Ah ne, dann passt es mit dem Parkplatz nicht. Ne. Also den hier können wir noch füllen, aber da unten passt keiner mehr rein. Leider in kein Kino sein. Und wir sind fast fertig. Perfekt. So. Schaue ich aber gerade noch mal. So, also, wir könnten auf jeden Fall Backwaren, Cookware und Dishes. Warum Dishwasher, Drying Machine und Fridge? Wir haben die doch.
Das ist Laden 12. Irgendwie funktioniert der Laden nicht, ne? Also habe ich gerade so im Gefühl. Weil ich bekomme jetzt auch hier keinen Profit angezeigt. Frag mich gerade nur, warum das so ist. Hab ich da irgendwas nicht ver... Welche 12 war das? Mit Storage 11. Seiten sind richtig eingestellt. Funktioniert doch hier auch so. Storage 11. Der hier unten. Ah. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das war Checkout-Karte. Das ist der, der auffällt. Kommt aber auch fast keiner rein zum Einkaufen. Wir den unseren Juwelier. Der macht gut Plus, obwohl ich da gar keinen drin sehe. Naja. Verstehe ich nicht so ganz. Gut, die Straße hier unten ist erstmal fertig. Ja, da ist jetzt reger Verkehr unten, wie ich sehe. Ich glaube erstmal, dass ich das hier jetzt erstmal beenden werde. Und ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum der Laden zum Beispiel, warum da jetzt nicht wirklich eingekauft wird. Da geht zwar ab und zu mal jemand rein, wie die jetzt hier. Aber ich sehe nicht, dass die hier zu der Kassiererin gehen und dort irgendwas, also mit irgendwas rausgehen und bezahlen wollen. Das verstehe ich nicht. Aber ich bin jetzt hier erstmal an einem Punkt gelandet, wo wir einen guten Umsatz machen. Ja, auf jeden Fall. Sieht man ja hier. Wir machen im Durchschnitt über 15.000 plus, gestern sogar über 33.000 sogar. Das läuft wirklich ganz gut. Haben jetzt gut 2 Monate hier in-game gespielt und ja, das Ziel wirklich später mal, dass wir das eventuell nochmal vielleicht verdoppeln, verdreifachen mit verschiedenen Geschäften dann nochmal. Tier 2, Tier 3, ein paar mehr Tier 3 vielleicht hier runterbauen und später das dann als erstmal überhaupt als Einnahmequelle benutzen und dann später hier für einen riesen Einkaufsmall auf dem linken mittleren Teil ja aufbauen. Aber ich werde das hier jetzt erstmal beenden. Eventuell auch erstmal das Ganze hier pausieren, weil jetzt im Moment an dem Punkt angelangt bin, dass ich erstmal hier alles Mögliche getestet habe und jetzt auch wirklich weiß, wie alles funktioniert. Und eventuell in das Ganze vielleicht hier nochmal weiter ausführen werde oder auf einer neuen Map. Das werde ich dann schauen. Aber wir haben hier schon ein paar Folgen geschafft zusammen. Ja, wie ihr seht, es läuft hier wirklich richtig gut gerade. Das wächst jetzt gleich auch nochmal alles. Und ja, ich würde sagen, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ansonsten gerne auch in anderen Let's Plays sind wir immer dabei. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.